Moin moin und herzlich willkommen bei State of Stadia. Heute mal wieder ein Video aus der Reihe Tipps und Tricks. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euren Nutzernamen bei Google Stadia ändern könnt, dann bleibt dran. Falls euch das aber gar nicht interessieren sollte und ihr nur wissen wollt, wie mein neuer Nutzername für Stadia lautet, dann bleibt unbedingt dran. Falls ihr zu meinen Zwieback-Ultras gehört und eh jedes Video schaut, dann vielen lieben Dank an euch. Und wenn ihr eh schon alle mal hier seid, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert am besten auch gleich die Glocke. So, jetzt reicht's aber mit dem ganzen Palaver hier im Vordergrund Video ab. Also, um euren Stadia-Namen zu ändern, geht ihr einfach auf die Startseite von Stadia.com, klickt dann auf euren Avatar und anschließend auf Stadia-Einstellungen. Dort habt ihr bereits direkt im oberen Bereich euren jetzigen Stadia-Namen gelistet. Bei mir ist es noch der Osterhase. Und dann klickt ihr direkt auf den orangenen Link zum Ändern eures Namens. Jetzt seid ihr in einem Kontaktbereich der Stadia-Hilfeseiten gelandet. Zuallererst gebt ihr nochmal im Textfeld ein, wobei ihr Hilfe benötigt. Also zum Beispiel Stadia-Namen ändern. Dann ab zum nächsten Schritt. Hier versucht die Hilfeseite euch auf eventuell passende Beiträge zu stoßen, sodass ihr keinen direkten Kontakt benötigt. Aber beim Namenswechsel geht das nicht, also glaubt mir, geht einfach direkt ab zum nächsten Schritt. Dann seid ihr am letzten Punkt angelangt und könnt die Kontaktoption wählen. Entscheidet euch direkt für den Chat, das klappt einfach am besten, ist aber natürlich auch nicht zu allen Zeiten verfügbar. Dann wird euer Vorname und die Mailadresse des Google-Kontos nochmal abgefragt, mit dem ihr bei Stadia eingeloggt seid. Kontrolliert alles und bestätigt dann die Daten mittels Klick auf den Button Senden. Es öffnet sich ein kleines Chatfenster unten links, bei dem ihr dann von dem Support-Mitarbeiter begrüßt werdet. Ich habe das Ganze mal groß gemacht und fasse euch den Chattext mal zusammen. Vielen Dank, dass Sie Stadia kontaktiert haben. Mein Name ist Alexander und ich freue mich, wenn ich Ihnen bei Ihren Fragen zu Stadia behilflich sein kann. Hallo, bitte geben Sie mir ein paar Minuten Zeit, um die Details Ihres Falls zu überprüfen, ich bin gleich bei Ihnen. Ich sehe, Sie möchten Ihren Stadia-Namen ändern, richtig? Korrekt. In was soll ich für Sie den Namen ändern und bitte eine kurze Begründung der Änderung? Mein neuer Name soll State of Stadia heißen, Begründung, so bin ich bei YouTube bekannt. Fertig, kann ich Ihnen heute sonst noch irgendwie helfen? Super, das ging ja schnell, vielen Dank. Schönen Tag wünsche ich, bleiben Sie gesund. Anschließend könnt ihr noch fix eine Umfrage ausfüllen, wie zufrieden ihr mit dem Support wart und dann war es das auch schon. Also, schauen wir doch einfach mal, ob alles wie geplant geklappt hat. Stadia Startseite, Avatar, Stadia Einstellungen und tada, es hat geklappt. Mein neuer Name ist also State of Stadia mit Sternen, denn die sind das Erkennungszeichen aller Stadia Founder und ich glaube, die sind allen Foundern auch sehr wichtig. Jo, so einfach hat das also funktioniert. Ja, Leute, jetzt wisst ihr also Bescheid. Ab sofort findet ihr mich unter dem Namen State of Stadia bei Google Stadia ohne Nummern. Also, falls es mehrere Nutzer geben sollte mit dem Namen, dann hätten die ja Nummern. Denn als Founder und damit Vorbesteller von Google Stadia, was ich bin, war das halt eines dieser Vorteile. Man konnte sich seinen Namen erstmals aussuchen. Und der hat nun mal keine Nummern, dafür aber Sterne. Einfach ein nettes Gimmick, wie ich finde. Jetzt viel Spaß beim Zocken und wenn ihr mich als Freund hinzufügen wollt, dann nur zu. Feel free. Ich sage Ahoi und bis bald. Ciao.